jetzt hoffe ich, dass das Audioaufnahmegerät funktioniert. Das hat mich die Dame im Stich gelassen. Also ich klatsche immer dreimal. Ja, habe ich mal gelernt, weil dann, wenn viel Lärm ist im Flugzeug und irgendeine Kamera, weil unterwegs mache ich auch mal Synchronisation, ein Peak kommt immer durch. Okay. Ja, moin moin und herzlich willkommen in der Delta Mike, Charlie, Charlie Victor. Das ist ein Video im Video. Wir haben Uli an Bord. Wir sind hier in Gingen an der Brenz. Es ist ein paar Minuten südlich von Aalen. Da fliegen wir jetzt auch hin auf den Kaffee und auf den Kuchen. Und dann fliegen wir wieder hierher und genießen den Partyabend. Warte mal, India-Position, ja. Raststätte. Ich würde sagen, wir hauen uns mal raus und dann schauen wir mal, was passiert. Viel Spaß mit dem Video. Machen wir das. Okay, Leute. Da der andere dreht ab hier, kommt auf uns zu. Ja, da müssen wir aufpassen. Landende Flugzeug hat uns in Sicht. Charlie Victor. Wo dreht denn der? Okay, von rechts kommt keiner. Der ist weg. Können wir eindrehen in den rechten? Ja. Gegenanflug zu 09. Delta Mike, Charlie, Charlie Victor im rechten Gegenanflug. Piste 09, die UL-Platzrunde. Delta Charlie Victor in Sicht. Der UL ist auf der Chairo ist auf der Piste. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Da vorne, der geht in den Endanflug. Boah, das ist aber eine knappe Nummer hier, Okay, Delta Mike, Charlie, Charlie Victor geht direkt in rechten Fernflug und ins Endanflug Piste 09. Die anfliegende Maschine habe ich in Sicht. Delta Charlie Victor. So. Das ist sportliches UL-Fliegen. Scheiße, noch nicht mal eine Klappe gesetzt hier. Wir machen lange Landung. Ja. Sieht man jemanden, der seine Maschine beherrscht? Ja. Und sehr schön. Oh, das war aber scheiße, hä? Naja. Geht schöner. Da vorne eine Ausfahrt? Weil du noch zu schnell bist und Fahrt drauf hast. Ja, das ist eine Ausfahrt. Okay, oh, Alter. Eine Aktion mit dir, Uli, ne? Ich mach den Frank nervös. Oh. Echt eine Buschfliegerei hier schon wieder. Da, guck mal, ob wir rechts abstellen können. Da ist nämlich die Raststätte. Können wir uns hier links neben die Jodel stellen? Positiv, bis vor zur Gabellinie, bitte. Danke. Ja, herzlich willkommen in Aalen, liebe Freunde. Lecco Mio, das war jetzt die Aktion, ne? Muss ich erst mal schauen, ob was am Rad kaputt ist, ey. Boah, ey. So ein kurzer Flug und so viel Aufregung. Wirklich, ey, wirklich. Ja, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen in Aalen. Wir gehen jetzt mal hier bezahlen, Landegutscheinheft. Und dann das Restaurant, der offen ist. Ach, da hinten, ne? Ja. Kuchen und Kaffee. Stempel, check. Wir schweben im Ganzen. Die Macht gehört uns. So Mädels, es geht zurück nach Gingen an der Brenz. Echo Delta November Golf. Richtig. Aalen ist es hier, ne? Aalen, Elsching, Aalen Info. Allen Info, die Delta Mike, Charlie, Charlie Victor, die gelbe FK9 am Abstellplatz. Wir würden über den Taxiway zum Rollhalt der Piste 09 rollen. Delta Mike, Charlie, Charlie Victor, genauso machen wir das zur 09. Es geht zurück nach Gingen. Okay. Oh, sehr sympathische Frau, muss ich sagen, da oben im Tower. Yep. Die Delta Mike, Charlie, Charlie Victor, abflugbereit am Rollhalt 09. Delta Charlie Victor, Start nach Ecken am Messen. Delta Charlie Victor, rollt auf, 09 und startet. Okay, hauen wir uns raus, Uli. Jo. Ah, die 9 müssen sie aber wieder draufmalen, ne? Okay. Airborne. Also Flugplätze ändern ja nicht ihre Pistenrichtung, sondern das Magnetfeld der Erde wandert. So sieht's aus. Und dann ändert sich auch mal die Ausrichtung der Bahn. So sieht's aus.
gehen wir in die UL-Platzrunde, würde ich sagen. Ja, wie du Lust hast. Delta Charlie Victor, wir verlassen die Platzrunde Richtung Süden. Danke, bis zum nächsten Mal. Delta Charlie Victor, eure Startzeit 22, guten Flug und tschüss. Und im Endanflug 35 Delta Charlie Victor. Aber wir sind einfach mal zack zu schnell, ne? Ja, das ist schnell. Das ist wirklich schnell. Verliert ihr bestimmt ganz schnell an Fahrt, wenn es gerade rausnimmt. Ja, Uli, halt dich mal fest. Oh, wir sind echt zu schnell. Scheiße. Komm, das Gas geht raus jetzt. Muss eh bergauf landen. Was? Boah, ey, die Landungen sind aber schlecht heute, ey. Ich bin so, Frank, das bist du nicht gewohnt hier. Nee, das bin ich nicht gewohnt, mit so dicken Menschen an Bord. Oh, scheiße, hoffentlich hat das keiner gesehen, ey. Ah, naja. Kann ich hier links über die Wiese rollen oder ist es schlecht? Natürlich über die Wiese zum Feld. Charlie Victor. Danke. Ja, manchmal haben die ja so Bereiche in den Wiesen, deswegen frage ich ja, ne? Ja, ja, wo die Löcher drin sind, ist es unklar, ne? Und da musst du natürlich markieren mit Hütchen oder irgendwas, ne? Ich glaube, da war der Schildergarten und dann steht ja drauf, dass man die Wiesen zum Rollen nicht benutzen dürfte. Okay, steht das im Schildergarten? Da steht im Schildergarten. Boah, jetzt brauche ich aber erstmal eine Cola oder so, ey. Ja, die holen wir uns jetzt. Ey, so eine scheiß Landung, Uli, die vorhin auch. Ich denke, es liegt an dir. Ja, ich habe einen schlechten Einfluss. Das üben wir nochmal. Ja, genau. Ich frage jetzt lieber nicht, wie viel du wiegst. Irgendwas um die 50 Kilo, glaube ich, ne? Irgendwas zwischen 70 und 80. Ja. Ich aber zurzeit eher gegen 80. Okay. Na gut, der Sprit war leer, dann hat's gerade gepasst so. Nee, wir waren tatsächlich noch in der Gesetzesrange, wenn ich das jetzt mal so durchrechne gerade. Weil der Sprit ja deutlich weniger war durch den Herflug, das Gewicht ist draußen. Solange wir beide nicht 100 Kilo wiegen, ist das doch okay. Absolut, ne? Ich wiege ja nur 70. Was wiegt ihr, FK9 ohne Sprit? 290. Oh, schwerer als die S-Montage. Ja, herzlich willkommen am Zeltplatz hier in Gingern an der Brenz. Motor aus.